Vielfalt macht uns stärker. Vielfalt. Was bedeutet das? Was hat das mit unserer Gesellschaft und mit mir zu tun? Vor einiger Zeit habe ich darüber nachgedacht und dabei ist mir folgende Situation eingefallen. Raznolikost. Šta znači to? Kakve veze to ima s našim društvom i sa mnom? Prije nekog vremena sam razmišljao o ovome i pala mi na pamet sljedeća situacija. Ich sitze auf einer Bank im Park und sehe den Kindern beim Spielen zu. Sie plappern fröhlich durcheinander. Ihnen ist der soziale Status, die Hautfarbe und die Herkunft der Spielkameraden egal. Wie gerne wäre ich auch so unbeschwert wie Sie. Doch ich bin mittlerweile 14 Jahre alt. Mein Name ist übrigens Dalila Husic und ich besuche die 4B-Klasse der Mittelschule 12 in Klagenfurt. Sedim na klubu parku i gledam djecu kako se igraju. Oni veselo čavrljuju jedno između drugih i nije ih briga za društveni status, boju kože ili čak porijeklo svojih drugova. Kako bi samo voljela da sam bezbrižna kao i oni, ali ja sad imam 14 godina, inače moje ime je Dalila Husić i pohađam 4. B razred osnovne škole u Mittelschule 12 u Klagenfurtu. Vor 2 Jahren beschlossen meine Eltern, dass ich bei meinem Vater in Klagenfurt leben soll, während meine Mutter in Bosnien lebt und uns immer wieder besucht. Wir wohnen in einem großen Wohnblock, wo zunächst nur österreichische Familien leben. Nach und nach zogen Familien mit Migrationshintergrund ein. Prije dvije godine moji roditelji su odlučili da živim s otcem u Klagenfurtu, dok moja mama živi u Bosni i s vremena na vrijeme nas posjećuje. Mi živimo u velikoj stambenoj zgradi u kojoj su u početku živjela samo austrijske porodice. Postepeno su se useljavale porodice sa migracionim porijeklom. So etwas gab es hier noch nie. Die machen viel Schmutz, Lärm und Ärger, flüsterten die Mieter hinter vorgehaltener Hand. Beinahe täglich beschwerte sich die Frau aus dem ersten Stock über uns. Wir waren oftmals traurig, denn eigentlich haben wir nie etwas Falsches getan. Unsere Nachbarin grüßte uns nie und behandelte uns schlecht. Vor kurzem jedoch geschah etwas Unerwartetes. Mitten in der Nacht klingelte sie an unserer Tür und bat uns verzweifelt um Hilfe für ihren Mann. Sofort eilten wir zu ihm. Naša komšinica nas nikad nije pozdravila i ponašala se prema nama loše. Međutim, nedavno se dogodilo nešto neočekivano. Usred noći nam je pozvonila na vrata i očajnički tražila pomoć za svog muža. Odmah smo pojurili do njega. Da mein Papa eine Ausbildung zum Sanitäter hat, konnte er sofort helfen. Am nächsten Tag klingelte die Frau erneut bei uns. Diesmal mit einem schulbewussten Gesicht und einem Kuchen. Sie bedankte sich bei meinem Vater und gleichzeitig entschuldigte sie sich für ihr bisheriges Verhalten uns und den anderen Familien gegenüber. Moj tata ima diplomu za bolničara i može odmah da prisigne u pomoć. Sljedeći dan pozvonila je na vrata ta ista gospođa kod nas, ali ovaj put sa spuštenom glavom i jednom tortom. Ona se zahvaljuje mom tati i ujedno se izvinjava svima nama tim kako se ona ponašala prema nama i svim stranim porodicama. Sie tut sogar alle in ihre Wohnungen und verteilte Süßigkeiten an die Kinder. Hat sie über ihr Verhalten nachgedacht? Wurde ihr in der Zwischenzeit vielleicht klar, dass ihr Benehmen rassistisch war? Egal, denn offenbar hat auch sie jetzt verstanden, dass Vielfalt eine Gesellschaft nicht nur bunter, sondern auch stärker macht. In der Gruppe pored mene sjedala su dva lektora. Oni izgledaju vrlo različito, ali opet djeluju harmonično zajedno. Izgleda da poštuju jedne druge i čine svijet sretniji.
Također, možete biti različiti i još uvijek činiti jedinicu. Ništa nije bolje od stvaranja raznolikosti u životu. Auf der Bank neben mir lassen sich zwei Schmetterlinge nieder. Sie sehen sehr unterschiedlich aus und trotzdem wirken sie harmonisch miteinander. Sie scheinen einander zu respektieren und machen die Welt fröhlicher. Man kann auch unterschiedlich sein und trotzdem eine Einheit bilden. Es geht nicht über die bunte Vielfalt im Leben. Um Vielfalt leben zu können, muss man aber Toleranz haben. Man darf nicht rassistisch sein oder alles, was anders ist, ablehnen. Man muss sich auf Neues einlassen, denn unsere Gesellschaft entwickelt sich rasant weiter. Vielfalt kann unser Leben bereichern, allerdings muss man es zulassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wala meine Page.